Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Strange Days hier. Und ich dachte, ich nehme mal wieder ein bisschen mein Set auf. Und da wird gerade jemand von 800 Zombies auseinandergerissen. Deswegen werde ich mich hier mal entfernen. Es ist Sonntag und es ist alles zugeschneit und es ist so wunderschön. Und so gemütlich. Es ist die perfekte Stimmung, um vorm PC zu sitzen, Kaffee zu trinken und mein Set zu spielen. Unser Plan heute ist, dass wir uns erstmal bewegen wir uns zu einer großen Stadt, die östlich vom Spawnpunkt liegt. Ich zeige euch das wieder auf der Karte. Ich glaube, ich muss auch gar nicht mehr, weil ich jetzt eine andere Videobearbeitungssoftware gerade benutze und damit rumprobiere. Wow, runter, der sieht nicht freundlich aus. Wichser. Was, was? Wieso? Wow, mein Sieg ist jetzt blutig. Oh Gott! Ha! Bitch, toll. Jetzt bin ich natürlich. Ich benutze mal ein bisschen Dings. Bandagen. Aber ich bin fast tot wegen der Sau. Wer hat ja sonst nichts zu tun? Wo war ich? Ja, diese Stadt, genau. Ich glaube, ich kann euch das jetzt so auf der Karte einfach zeigen, in einem kleinen Videoausschnitt, aber muss dabei nicht extra eine Pause machen und dann rumschneiden wie bisher. Hoffe ich, glaube ich, denke ich. Wenn nicht, Pech gehabt. Ja. Toll. Ich brauche irgendwie Lebensenergie. Und wir sollten nicht direkt auf der Straße laufen. Eine Stadt. Oh, und ein Zombie. Okay. Gucken wir mal, dass wir hier in das Haus kommen. Zombiefleisch. Nicht so nützlich. Oh, komm, sag mir nicht, dass hier keine Kiste. Oder vielleicht war auch sounds like somebody's nearby. Oh Gott, lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, da ist schon wieder die Sau. Was soll das? Was soll das? Was ist los mit dir, du Penner? Gott verdammt. Du Schwein, Schwein, Schwein. Pisser. Gott verdammte. Oh cool. Ich flieg nicht mehr raus, wenn ich sterbe. Das ist ja schön. So, ne? Ja. Was her, da ich das gespielt habe. Toll. Wo sind wir jetzt gelandet? X3400? Okay, Sekunde. Wow. Wow. Okay, wir sind wo ganz anders. Okay, also wir befinden uns jetzt hier. Und, oh, was ist das denn? Da oben gibt es so voll das Schloss. Bei minus 500 ungefähr. Da will ich hin. Also, Koordinaten sind 3,5 minus 400. Okay, ja, das ist eigentlich so ziemlich genau in die Richtung. Was soll das? Was soll das? Diese Leute, die einfach spawnen und anfangen, andere Leute zu verprügeln. Ich meine. Was bringt denn das denn? Was? Was? Wer? Nein, schon wieder jemand nah? Wo? 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 Na gut.
Übrigens hatte ich auch eigentlich vor, das dieses Mal mal mit dem Fred zusammen zu spielen, weil wir machen ja im Moment relativ viel zusammen an Videokram. Extrem unterhaltsam. Erstklassiges Entertainment, falls ihr es noch nicht gesehen haben solltet. Aber leider hatten wir dieses Wochenende keine Zeit, zusammen was aufzunehmen. Vielleicht kommt das noch. Ich glaube, ich könnte meine Sichtweite eigentlich ein bisschen erhöhen. Ja, aber es wird wohl, denke ich, dabei bleiben, dass ich erstmal, also, weil ich kein Texture Pack benutze, ist einfach, die Performance ist so viel besser. Das kann ich jetzt. Warte, das sieht ja fast aus wie die Villa. Das kann nicht wieder die Villa sein. Wir sind wo ganz anders. Oh, aber wir sind auch noch weit von unserem Ziel entfernt. Moment. Da. Was auch immer das ist. Da sind wir, so eine komische Ruine. Sieht einladend aus, auf jeden Fall. Ich mache mir keine Sorgen. Ich bin unbesiegbar. Kommt man denn hier rein? Voll schön da drin. Ich will jetzt rein. Ah, das sieht gut aus. Machen wir einen kleinen Zwischenstopp hier. Ja, die meisten kleinen Zwischenstopps enden natürlich in Tod und Verderben. Aber naja. Okay, also ich sehe zumindest spontan keine anderen Spieler, das ist immer gut. Nur ein Zombie und noch ein Zombie. Okay, ich hoffe, hier sind jetzt nicht fünf Stück drin oder so. So mit einem kann ich es aufnehmen. Okay. Hi. Sind das so komische neue Grafiken in dem Spiel? Ich habe es eine Zeit lang nicht gespielt, irgendwie. Ja, also Leute bluten auf jeden Fall jetzt. Und ja, es spritzt viel Blut, was natürlich irgendwie zu so einem Zombie-Spiel auch dazugehört. Und was da von den Zombies wegfliegt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall höre ich einen. Sehr nah. Sehr, sehr nah. Das ist bestimmt, ist der direkt über mir? Oh Gott, wo ist der? Eine Kiste. Ist das eine Kiste? Ich glaube, das ist eine Kiste. Ich traue mich überhaupt nicht normal zu rennen. Ich denke, dass mich dann 10 Zombies hören und umbringen. Yay, Essen. Immerhin. Ich will aber nicht die ganze Zeit hier so rumschleichen. Hallo? Hallo? Aha. Okay. Kiste. Ein Pilz. Naja. Nix, nix, nirgendwo. Schade. Komm schon, gib mir mal irgendwie ein Steinschwert oder sowas. Komme ich hier rein? Sieht irgendwie nicht so aus. Oh Mann, ich will da mal rein. Das ist eine Kiste. Ach so, ja klar, ich brauche einen Knopf, muss ich finden. Aber die sind, wie ich gehört habe, ziemlich selten. Ist auf jeden Fall ein großes Gebäude hier. Das gefällt mir schon ganz gut. Gibt es viel zu entdecken.
Oh nein. Oh Gott. ist das überhaupt machbar? Nee, ne? Oh, hier, warte mal, hier kann ich aber hoch. Das jetzt auch nicht ungefährlich aussieht, aber naja. Okay. Zombie. Bleib weg von mir. Oder fall da zumindest mal runter. Oh Gott. Nein, nein, nein. Das ist die berühmt-berüchtigte neue Monster-KI oder so. Naja, ich glaube, die ist jetzt auch schon seit der einen oder anderen Version drin. Aber habt ihr diese Wegfindung gesehen? Ich fass es nicht. Das wäre früher in Minecraft nie passiert, sowas. Ich habe auch Angst, dass er mich immer noch jetzt findet. Oh. Klick, 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 klick. Oh yeah. Wieso gibt's hier oben nirgendwo Kisten? Was soll denn der Mist? Ich wette, ich hab welche verpasst. Ich wette, ihr habt die gesehen. Uah. Nein! Oh Gott! Ja. Sah nicht so aus, wie als das, was es dann war. Nämlich ein komischer Stein, der mich geblockt hat. Keine Kisten. Ich glaube das nicht. Irgendwo muss es hier noch Kisten geben, da bin ich ganz, ganz sicher. Irgendwo. Ja, das ist... Da waren wir ja überall schon hier. Ich weiß so gar nicht, ob die mittlerweile das mal umgestellt haben, dass die Kisten länger brauchen, um zu respawnen, weil es eine Zeit lang ging das echt sehr schnell. Was? Was? Wo? Wo? Das hat sich sehr nah wieder angehört. Sehr, sehr nah. Verdammt, gib mir Geschenke! Schätze und Geschenke. Boah, ey. Nö? Geht gar nicht hier. Ich weigere mich zu glauben, dass es hier oben nirgendwo irgendwas gibt. Vielleicht auf den Bücherregalen versteckt oder so. Komme ich da hoch? Aber da war ich wahrscheinlich auch schon. Es ist nur wieder diese ganz obere Stelle, wo es dann auch nichts gab. Oh, krass, kommen wir aufs Dach? Nee. Was? Was? Wow, wow, wow! Oh, Schwein gehabt. Irgendwie kommt man hier sicher hoch, aber es ist nicht ungefährlich alles. Damit geht das nicht irgendwie, dass man echt so an diesen Lianen auch so hoch klettert? Doch. Nee, doch nicht. Oder ich kann es nicht. Das kann auch gut sein. Ja. Scheiße. Irgendwie entweder finde ich nichts oder hier ist wirklich nichts. Eins von beiden. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist so groß hier.
Es ist allerdings auch noch relativ nah am Spawn. Ich glaube schon, dass es so ist, die Sachen, die weiter weg sind, da gibt es auch mehr zu finden. Naja. Wie auch immer. Ja. Ist hier vielleicht das unter der Treppe versteckt? Wow, okay. Das hat sich gerade nach ganz vielen Zombies angehört. Ich dachte, ich gucke nur mal kurz nach, ob die Kisten wieder da sind. Müssten eigentlich. Wo waren die denn? Oh Gott, mein Orientierungssinn. Da war ich noch nicht, glaube ich. Hallo. Doch, war ich schon. Und gibt auch nichts. Na gut. Hier müssen aber Kisten respawned sein, oder? Hier waren welche in den untersten beiden Räumen. Aha! Tschabum! Yay, noch ein Pilz. Oh mein Gott. Na, wir müssen, glaube ich, die Kiste, die hier noch war, holen wir uns und dann gehen wir weiter zu Dings hier, wo wir halt hin wollten. Mann, wieso hat sich das alles so nah an? Ich krieg ganz, ganz schlimme Paranoia hier. Okay, jetzt müssen wir genug Leben rauskommen. Das sollte ja kein Problem sein.